Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Dieses Mal wollen wir uns mit der Challenge Nummer 7 beschäftigen. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, obwohl das noch gar nicht so lange her ist, dass ich die Challenge Nummer 6 gespielt habe. Aber gut, wir werden ja gleich sehen, wie das Ding heißt. Beim letzten Mal ist es ja tatsächlich sehr gut gelaufen. Mal schauen, ob das mit dem Suicide King, oh Gott, ob das da auch so gut läuft. Lass mich raten. Bevor ich jetzt anfange, einmal ganz kurz. Wir haben ein Herz, wir haben Kamikaze als Item und wir haben ganz viele Bomben und machen bestimmt größere Explosionen oder so. Irgendwie sowas wird das doch jetzt, oder? Lost. Wir haben auf jeden Fall Bomben. Wir haben nicht Kamikaze als Item. Wir haben eine... Ich kann... Wow, 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 wow. What the fudge? What the hell? Was ist das für eine, für eine Pille, die wir da haben? Es könnte halt eine, das kann doch nichts werden. Das geht doch voll in die Hose. Gott, das ist ja hier, ich habe noch keine Ahnung, wie ich das machen soll, ganz ehrlich. Ja. Also schön, ich explodiere grundsätzlich irgendwie alles, aber das war's dann auch. Oh shit. Ich muss denen das irgendwie so komisch entgegenschießen und dann kriege ich trotzdem Probleme. Ich weiß noch gar nicht, wie das genau funktionieren soll. Mal gucken mal kurz, was das ist. Das ist eine Lockdown-Pille, ne? Das ist ja prima. Okay, wenn ich irgendwo gegenschieße, funktioniert es aber, ja? Wenn ich dagegen schieße, funktioniert es auch. Okay, interessant. Wenn ich hier gegen schieße, was passiert da? Irgendwas passiert da auch. Das war blöd, dass ich das jetzt mitgenommen habe. Naja, kann man nichts machen, was? Shit, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist auch überhaupt nicht gut. Hilfe. Au. Da war das weiße Herz weg. Und ich glaube, ich werde gleich auch irgendwie sterben. Oh Gott, das ist so dämlich hier. Hera, Abundance. Was auch immer das... Ich weiß gerade nicht, was Abundance heißt. Drücken wir das mal. Oh. Mehr Kram. Shit. Shit, 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 shit. Okay. Das hier. Ja, prima. Genau. Ja, natürlich. Mehr von dem Scheiß. Ja, da ist aber der Geheimraum. Der Geheimraum. Da kriegen wir nochmal ein Herz. Das ist doch zumindest etwas. Oh Gott, der Suicide King, ne? Geht ja gar nicht. Das ist ja fürchterlich. Ich meine, ich habe noch normale Bomben auch. Das ist, ja, gar nicht so schlecht. Da oben gehe ich definitiv nicht rein, auch wenn ich da wahrscheinlich unter Umständen sogar noch was Cooles kriegen könnte. Ja, der Haunt, schön mit dem Suicide-Gerät. Das wird so in die Hose gehen, das weiß ich doch jetzt schon. Oh oh. Hey, das hat funktioniert. Ist ja interessant. Werden die... Oh, das ist sogar hier mit Dingens. So funktioniert das. Ich werfe denen das so ein bisschen entgegen und das scheint tatsächlich ein bisschen zu klappen. Na gut, schauen wir mal, ob das auch weiter klappt. Oh, wir müssen tatsächlich einiges schaffen. Na prima. Es geht schon wieder genauso los hier. Wow, okay. Was haben wir denn da? Es ist eine Are You a Wizard Pille. Wie funktioniert die denn mit dem Shit? Mit dem Shit. Au, das wollte ich nicht. Shit. Ja. Range up. Na prima. Oh crap. Das mit dem Wizard ist gerade auch echt nicht schön, ne? Kann ich die nicht? Ah, okay. So hat es irgendwie funktioniert, aber... Geh mal hier rein. Hier habe ich natürlich jetzt Probleme, ne? Weil... Shit. Ich kriege ja nicht so richtig da kaputt. Und auch irgendwie so fliegen und so könnten ein Problem werden. Oh, shit. Nein. Wer hat sich diese Challenge ausgedacht? Das ist, geht ja gar nicht. Eieieiei, das ist ja gemeingefährlich. Perfekt. Geheimraum mit 3 Münzen. Na, prima. Au. Das ist echt gefährlich, ne? Warte mal, ich kann hier den Raum da oben... Kann ich da rein? Tatsächlich. Das hat funktioniert, so wie ich das gerne hätte. Accept your offering. Und wir kriegen nur Trollbomben hier, ne? Alles getrollt. Naja.
Was will man machen? Oh shit, oh shit, oh shit. Fliegen sind so natürlich nicht so toll. Ich habe übrigens auch noch ein Bonusleben, falls was in die Hose geht. Das habe ich auch von Anfang an gehabt. Also immerhin. Oh shit! Es kommt! Es kommt zurück! Nein! Töte es, danke. So, wir haben einen... Okay, wir haben einen goldenen Schlüssel. Das ist eigentlich grundsätzlich ziemlich cool. Oh shit. Krieg ich das? Kann ich das Ding so nicht? Shit, ich kann das so, glaube ich, nicht kaputt machen. Nee, dann komme ich an den Kram gar nicht hier ran. Dann will ich da auch gar nicht dran. Au. Das war blöd. Oh, toll. Das Red Patch. Das hilft mir gerade nicht so richtig weiter. Ich brauche ein Leben. Die Frage ist, wo kriegen wir das her? Sehe schon, das wird, oh crap, für mich eine der schwierigsten Challenges. Also, solche Räume sind natürlich grundsätzlich erstmal nicht schlecht, ne? Oh crap. Oh crap! Drrrk! Aha. Nach oben geht es ganz gut eigentlich, in die Richtung so ein bisschen. Ich kann natürlich so Poop-Dinger und so überhaupt nicht kaputt machen. Das ist ein bisschen traurig, aber naja, was will man machen? Oh, toll. Naja, egal. Ja, oh! Ja, ich brauche das, sonst sterbe ich nämlich noch. Schade, dann kann ich den Schlüssel oder so nicht mehr mitnehmen. Aber gut, was will man machen? Hauptsache überleben gerade erstmal, weil Schaden mache ich ja wie Sau. Also das Wichtigste ist gerade wirklich erstmal, dass ich hier irgendwie was überlebe und dann versuche, so schnell wie möglich am besten sogar einfach nur da durchzukommen. Schaden ist vorhanden. Die Bosse sollten vielleicht sogar ganz gut gehen eigentlich. Kommt natürlich ein bisschen auf die Bosse an, aber grundsätzlich treffe ich die vielleicht ganz gut eigentlich. So ungefähr. Hehe. Oh oh. Ja. Kann ich davon eigentlich... Ich weiß gar nicht, ob ich davon mehrere auf einmal irgendwie rausschießen kann. Von den Dingern. Ja. Aber ich kann ihm auf jeden Fall hart ins Gesicht schießen. Mir allerdings auch. Natürlich. So. Na, immerhin. So, Damage und Range ab, ja. Range weiß ich noch nicht, ob sich das... Ob das hilft. Ist einmal der böse Bam. Oh shit. Tschüss. ja, okay, komm, den Rest will ich gar nicht haben. Ist alles nicht so toll. Geheimräume natürlich, sollte ich suchen. Unterwegs. Alles andere wäre wahrscheinlich ein bisschen dämlich. Oh Gott. Gegner, die mir folgen, sind es natürlich ein bisschen unschön. Geht aber noch. Okay, jeder zweite Schuss ist nochmal besonders hart. Wie man ja sieht. Ha. Ha. Da nicht. Oh shit. Da auch nicht. Okay. Nee, ich habe keinen... Egal. Ich habe keinen goldenen Schlüssel mehr, aber ich mache mir ein kleines bisschen... Oh shit. Das ist nicht gut. Warte mal. Kriege ich die so weg? Ja. Ich kaufe erstmal nichts. Vielleicht kaufe ich mir später noch das Leben oder den Schlüssel. Warten wir erstmal ab. Ist ja widerlich hier. Ha! Im Zurückkommen. Das funktioniert gar nicht so schlecht gerade. Also die Karte wäre grundsätzlich noch... Ich bin blöd. Ich muss natürlich auch nach den Geheimräumen gucken, ne? Da nicht. Da nicht. Das sieht irgendwie nur so aus, als würden die so hoch fliegen. Kann das sein? Die fliegen eigentlich gar nicht so hoch. Irgendwie scheinen die ja so komisch hoch zu fliegen. Und das sieht zumindest so aus. Aber das tun sie, glaube ich, gar nicht wirklich. Das war blöd. Naja. Upala. Shit. Das wollte ich nicht. Kann ich den sprengen? Nee. Ja. Ach komm, ich geh mal da raus. Oh, shit. Gegner. Einige davon. Oh, oh. Okay, wenn man irgendwann mal so ein bisschen raus hat, wie das funktioniert, dann geht das sogar. Dann ist das gar nicht ganz so schlimm. Dann kann man da halbwegs mit leben. Oh shit. Oh shit. Da war aber wenigstens nicht der Geheimraum scheinbar. Da auch nicht. Okay. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich das zu früh mache, habe ich ein Problem. Wenn ich das zu spät mache, erschießen die mich. Ging aber ganz gut eigentlich. Oh Gott, die sind auch nicht schön jetzt. Hehe. Habam. Oh oh.
Oh oh. Ah. Aber auch das. Oh oh, shit. Hat ganz gut funktioniert. Man darf halt nicht zu viel rumschießen, ne? Dann geht das auch. Oh oh. Muss quasi aua gezielt schießen. Ich das ja offensichtlich gerade überhaupt nicht so richtig hinkriege. Aber hey. So, hier. Oh, Gegner. Ganze Menge. Bam und bam. Man muss das irgendwie so ein bisschen schleudern versuchen. Dann aua. Geht das auch ein bisschen besser. Der Chariot, das ist gar nicht so schlecht. Der macht mich ja unverwundbar für einen Moment. Okay, uns fehlt noch der Geheimraum, aber da unten ist auch noch was. Also hier geht's ja noch weiter. Oh, hi. Das kann ich noch aufsprengen. Aha. Einfach so, oh. Gucken wir mal. Das ist eine Leiter, ne? Ich glaube schon. Sieht aus wie eine Leiter. Nein, doch nicht. Shit, es war keine Leiter. Ach, Snizzle. Manchmal bist du doof. Jetzt haben wir den Boss-Kram nicht gekriegt. Das Boss-Item, was auch immer es war. Es wäre wahrscheinlich... Oder es war wahrscheinlich ziemlich gut. Was auch immer es war. Es war wahrscheinlich ziemlich sicher ziemlich gut. Also ich hätte es auf jeden Fall gebrauchen können. Selbst wenn es nur Leben... Oh, shit. Nur Leben ist. Aha. Aha. Naja. Egal. Oh, das ist nicht so schön. Das finde ich gar nicht so schön. Das war auch nicht der... Komm. Njaum. Was haben wir hier? Den Fool. Na prima. Das ist auch nicht gut. Warte mal, aber da könnte noch irgendwo ein Geheimraum sein hier. Sollte ich vielleicht nachgucken. Also der Geheimraum, um genau zu sein. Da könnten halt Herzen oder so drin sein. Das wäre schön. Sieht aber leider nicht danach aus gerade. Hier oben irgendwo... Shit, wie kriege ich... Achso. Wie kriege ich das auf? Ist natürlich eine blöde Frage. Da liegen überall Bomben rum. So. Problem. Ja, komm. Oh, noch ein Herz. Leben! Ich habe wieder Leben. Kein Geheimraum. Da scheinbar auch nicht. Okay, dann nicht. Oh, shit. Oh, oh. Oh, oh. Aus. Die sind aber finster so. Die verhalten sich ja wie ich. Also, ne? Schießen genauso doof in der Gegend rum wie ich. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ah. Ah. Oh oh. Ah, erwischt. Oh, ein Herz, ein Herz. Gib mir das Herz. Boom. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin, so stockwerktechnisch. Kablam. Und nochmal. Oh oh. Da wollte ich gucken und da gucke ich, glaube ich, doch nicht. Ist egal. Boom. Und. Da. Ha. Au. Der hat mich erwischt. Oh, cool. Ganz viel Geld. Und eine Are You a Wizard? Nein, danke. Nein, danke. Die Karte will ich definitiv nicht haben. Die ist bis jetzt noch gar nicht so richtig was gewesen, ne? Oh, shit. Die sind auch völlig random. Au. Prima. Ah. Tja, ich habe kein Item, ne? Waren wir schon beim Shop? Nein. Noch kein Shop in diesem Shit-Stockwerk. Alles in die Luft gejagt. Kann ich die so treffen? Tatsächlich. Cool. Machen wir bitte. Oh oh. Können wir das so auch? Shit. Ich möchte das Ding gerne treffen. Nee. Au, das hat nicht funktioniert. Das war ziemlich dämlich, naja. Ach so, hier bin ich wieder. Nee, da wollte ich gar nicht rein. Das war verwirrend hier. Ganz schön groß auch.
Gegner, und zwar fürchterliche Gegner, die bitte alle sterben sollen, möglichst schnell. Was ist das denn? Der Pulswurm? Was tut das mit dem Ding? Das sieht ja bescheuert aus. Bringt das irgendwas? Ich weiß es nicht, ich lasse es mal. Hier gucken wir mal rein. Ja, es könnte irgendwas Sinnvolles sein. Nein, es ist sogar Range Down. Na, das ist ja total super. Was war das denn da? Pay to Play. Was? Oh. Ach, es tut irgendwas. Ich weiß nur nicht genau was. Naja, so ist das halt, ne? Was auch immer das jetzt getan hat. Who knows? Naja. Irgendein komisches Spacebar-Item, von dem ich nicht weiß, was es macht. Oh shit, das geht ja gar nicht. Au. Wir hatten noch nicht den geheimen Geheimraum, ne? Das war komisch jetzt. Als gäbe es hier keinen, aber ich muss doch irgendwo einen geben eigentlich. Haben wir hier haben wir geguckt, ne? Jo, da nicht, da nicht. Da nicht? Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Da hinten könnte er... Wo könnte er denn sein? Da kann er nicht sein. Hier könnte er irgendwo... Ah, hier habe ich nicht geguckt. Da habe ich nicht geguckt. Das ist ein bisschen nah. Da ist er nicht. Kann ich das? Nein, kann ich nicht. Verdammt. Nee, das ist mir zu gefährlich da oben. Habe ich hier geguckt? So, nach da und nach da? Scheinbar schon. Hier brauche ich nicht gucken eigentlich, weil von dem Ding geht das sowieso nicht ab. Das ist aber seltsam. Ich würde schon ganz gerne den entsprechenden haben, weil... Leben und so wäre nicht schlecht. Ist er nirgends? Hier? Oh. Habe ich gar nicht geguckt. Oh, wo wir gerade bei Leben sind. Hehe. Leben. Ganz viel Leben. Leben, 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 Leben. Okay, dann gucken wir uns mal den Boss an. Mal sehen, wer das diesmal ist. Komm, gib mir was Ordentliches. Es ist Poli, hast du nicht gesehen. Au. Poli, hast du nicht gesehen. Dessen Namen ich nicht kenne. Ah, sterb bitte, inklusive deiner Ads. So, oh, er gibt mir direkt selber ein Leben wieder. Perfekt. Speed und Range ab, da kriege ich wenigstens meinen Range wieder. Dann haben wir nochmal einmal Krampus. Den kriege ich ja wohl auch wieder theoretisch noch irgendwie hin, hoffe ich. Ich wollte eigentlich auch noch sagen, ohne Leben zu verlieren. Das ist aber Blödsinn scheinbar. Ich bin auch gerade irgendwie ein bisschen schnell für meinen Geschmack. Ja. Oh oh. Wenn man gar nicht richtig ausweichen darf, ist das sehr, sehr unschön. Ja. Oh, Kohle. Na super. Dann gehe ich nochmal kurz in den geheimen Geheimraum und hole mir noch ein bisschen Leben. Wenigstens ein bisschen. Ach, wobei, ein bisschen ist gut. Ich mache mich einfach voll hier. Guck mal, zack. So, wir haben immer noch das Extra-Leben, das ist ganz schön. Das heißt, sollte uns noch irgendwas Schlimmeres passieren, können wir es vielleicht noch abwenden. Oder zum Guten wenden. Haben allerdings auch noch einiges zu schaffen. Nekropolis 1. Die wollen nicht. Hallo? Da. Shit. Ich möchte auch noch dieses blöde Türmchen rumhängen, ne? Können wir den mal treffen jetzt da? Ah! Also. Puh. Ach Gott. Nein. Ha. Oh nö. Au. Ich wusste, dass das passiert. Aber da kriege ich mein Herz wieder. Ha. Moment. Geheimraum. Nach unten nicht. Nach oben nicht. Zur Seite auch nicht. Ich bin zu schnell, ich habe zu viel Speed gekriegt. Oh shit, zu viel Speed. Speed habe ich zu viel gekriegt. Speed.
Da ist es aber auch nicht. Gut, dann nicht. Och, nö. Das ist nicht gut. Oh, das war nur eine. Oh, lol. Okay, ich kann leider nicht fliegen. Sonst würde ich mir das sehr gerne aneignen. Geht aber gerade nicht. Oh, shit. Ah, erwischt. Den auch. Den... Der ist nicht tot? What the hell? Durch eine Explosion? Glaub's auch, ey. So, nö, gerade nicht. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Au. Au. Ha, Mist. Da war ein halbes Leben drin. Der Hörmel. Ach, weißt du was? Komm, den hör mit. Oh, toll. Ich bin übrigens Lazarus. Das war auch so nicht ganz klar, glaube ich. Also es war mir zumindest nicht ganz klar. Jetzt weiß ich es jedenfalls. Oh, shit. Oh, nö. 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 Au. Au. Au, 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 au. Guck mal da, Hangman. Oh. Hangman, durchaus das weiße Herz noch besorgen, vielleicht. Oh. Kann ich die? Ja, kann ich. Nur also natürlich nicht. So, aber... Haha. Haha. Ja, hahaha. Ganz viel Leben. Shit. Der normale Geheimraum fehlt mir noch. Hm. Nee, da komme ich ja so gar nicht dran. Also doch, theoretisch schon mit einer normalen Bombe zum Beispiel, aber... Gott, das ist doch auch fürchterlich hier. Oh Gott. Oh Gott. So, da oben müsste auch dann wahrscheinlich sogar der Geheimraum sein. Oh crap.